Hallo liebe Fotofreunde! Im letzten Video habe ich mit der Canon R10 gearbeitet und heute mit der Fujifilm XS10. Es ist ein Ultraweitwinkelobjektiv oben von 10 bis 18 mm und es wurde schon gefragt, ob ich nicht über dieses Objektiv auch ein kleines Video machen kann. Nun, ich habe das Objektiv jetzt die letzten Tage getestet und muss sagen, es ist Schärfe bis in die Ecken vorhanden und natürlich, man muss damit rechnen, wenn man im RAW-Format abspeichert, kann es schon sein, dass man dann natürlich in den Ecken auch eine Verzerrung wahrnimmt. Wenn man allerdings als JPEG speichert, dann wird die Verzerrung von der Kamera in der Kamera schon relativiert und ist kaum oder gar nicht zu sehen. Aus meiner Sicht ist das Objektiv sicherlich eine wunderbare Alternative im Gegensatz zu anderen Ultraweitwinkelobjektiven. Ich habe mir es vor allem zugelegt für das Videofilmen mit der Fujifilm XS10 und damit bin ich einmal sehr zufrieden. Was ich noch nicht getestet habe, war der Ton. Ich habe jetzt wiederum intern mit dem internen Mikrofon gefilmt und bin neugierig im Vergleich zum internen Mikrofon der Canon RS10, was da vielleicht das Bessere oder Schlechtere ist. Das werde ich aber erst später hören. Das Bild sehe ich jetzt schon am Display und das gefällt mir auf jeden Fall. Die Filmsimulation externer habe ich jetzt genommen, weil es ganz einfach fürs Filmen relativ optimal ist von den Tonwerten und von den Farben her. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, es ist ein kleines Objektiv. Ich glaube, es ist sogar das leichteste Ultraweitwinkel im APS-C-Bereich. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall leichter als mein MFT-Ultraweitwinkel für MFT-Kameras. Nun, wenn dir das heute gefallen hat, freut es mich. Ich werde natürlich irgendwann auch draußen, sobald das Wetter schöner ist, Fotos schießen, die ich dann auch per Video herzeigen werde von diesem Objektiv von 10 bis 18 mm Ultraweitwinkel. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.